Mein Name ist Volker Christiani von der Stuttgarter Straßenbahn AG. Ich bin dort für die Planung, ich leite dort die Planungsabteilung, bin zuständig für den Ausbau von unserem öffentlichen Nahverkehr in Stuttgart in den umliegenden Gemeinden. Und man fragt sich vielleicht, was will Straßenbau eigentlich jetzt mit dem Projekt? Ne? Ich kann es Ihnen einfach sagen, wir bedienen nicht nur einfach nur Straßenbahnen oder Stadtbahnsysteme, wir haben auch jede Menge Busse und wir sind an sich das zweitgrößte Verkehrsunternehmen neben der Deutschen Bahn AG in Baden-Württemberg mit 2700 Mitarbeitern und haben, so wie wir es von unseren Kunden regelmäßig gespiegelt kriegen, glaube ich, mit einem relativ guten Service, den wir unseren Kunden bieten und sind seit Jahren oder seit Jahrzehnten maßgeblich mit daran beteiligt, den öffentlichen Verkehr, den öffentlichen Nahverkehr nicht nur in Stuttgart, sondern auch im Umland in der Region Stuttgart auszubauen. Und das ist mir ein Herzensanliegen, ganz privat, und deswegen habe ich sozusagen auch mein Interesse, meine Leidenschaft zum Beruf machen können und mache das unheimlich gern. Ich bin mittlerweile seit 5 Jahren bei der SSB dafür verantwortlich, den Nahverkehr immer weiter auszubauen. Jetzt fragt man sich, was Nahverkehr, das ist ja schön und gut, aber was hat es bitte schön mit diesem Bahnprojekt, mit diesem Fernverkehrsprojekt Paris, Bratislava zu tun? Und ich möchte heute Abend ein bisschen Ihr Augenmerk richten auf Punkte, die meiner Ansicht nach in der öffentlichen Darstellung von Stuttgart 21 immer ein bisschen zu kurz kommen. Auch in der kleinen Präsentation, in dem super Film, den wir gerade gesehen haben, sehen Sie den tollen ICE, wie er von Ulm her fährt. Sie sehen nur ganz kurz mal schnell vom Bahnhof, das sieht man erst, wenn man den Film 2 oder 3 Mal angeschaut hat, der Regionalexpress von Stuttgart nach Tübingen vorbeigeschoben. Das ist eigentlich das, worüber ich heute Abend Ihnen was erzählen will. Was bringt das Projekt eigentlich für die Leute, die hier in der Region wohnen, die gar nicht einmal unbedingt täglich nach München oder sonst wohin mit dem, oder nach Ulm mit dem ICE fahren, sondern was bringt uns das eigentlich hier im Regionalverkehr, vor Ort täglich auf unserem Weg zur Arbeit nach Stuttgart, auf die Filter und so weiter. Und da freut es mich besonders, dass ich das Ihnen hier in Nürtingen erzählen kann, weil unsere Rede seit Jahr und Tag, gerade die ganze Kommune an der Strecke Tübingen, Reutlingen, Metzingen, Nürtingen bis hier rein, bis zur Wendlinger Kurve, das sind eigentlich die Hauptprofiteure im Regionalverkehr von diesem ganzen System. Und warum, das will ich Ihnen mal genauer erklären. Und zwar, ich muss dazu ein kleines bisschen ausholen, und zwar ein bisschen über die Entwicklung von den Nahverkehrssystemen in Stuttgart und in der Region Stuttgart sprechen. Wenn Sie sich anschauen, unser Stadtbahnnetz in Stuttgart, ich weiß nicht, wie gut Sie das kennen, wir haben verschiedene Linien, die in West-Ost-Richtung durch die Stuttgarter Kessel fahren. Wir haben Linien, die vor allem, das ist ganz wichtig, unsere Hauptlinien, die in Nord-Süd-Richtung fahren, von Vaihingen, von Möhringen, Degerloch, runter, früher bis 1990 über Weinsteige, runter, Straßenbau runter und oben hinaus wieder Richtung Feuerbach und Gerlingen. Und der Durchbruch eigentlich in unserem Stadtbahnsystem, dass wir sozusagen den Standard, den wir heute machen konnten, ist dadurch, dass wir 90 den Tunnel hoch nach Degerloch genommen haben. Das ist sozusagen das Rückgrat von unserem System, dieser Durchstich, dieser Tunnel, wo man einfach mittlerweile in 5-6 Minuten vom Charlottenplatz hoch nach Degerloch kommt. Da gehen unsere ganze Hauptlinie, die nach Sillerbuch geht, die nach Vaihingen geht. Wir werden im Dezember die neue Linie, die zum Fasano zur EMBW City kurz vor der Autobahn in Betrieb nehmen. Und das ist, sagen wir mal, dieser Durchstich, dieser Tunnel, der war der Quantensprung im Stadtbahnsystem. Und ähnlich ist es mit der S-Bahn. Die S-Bahn bedient ja ein größeres System. Wir fahren ja in der Stadtbahn bis Leinfelde, bis Fellbach, bis Rensegg, in diese Kommune raus, also knapp über Stuttgarter Stadtgrenze. Die S-Bahn, die fährt ja ganz in die Region raus, bis Schondorf, bis Herreberg, Blochingen, Kirchheim, Teck mittlerweile. Und da war es genauso. Früher hatten wir sozusagen dieses S-Bahn, dieses Regionalsystem. Das war ein System, das lief halt, gut, es gab die Goldbahn noch, aber sonst lief es halt quasi alles von Osten her im Hauptbahnhof rein. Und wie man dann in den späten 70er den Tunnel hoch zur Uni und weiter nach Vaihingen baute, das war dort praktisch der Durchbruch, den man erzielt hat. Sodass man jetzt einfach seither mit S-Bahn-Linien, die 1, die 2 und die 3, durchfahren kann in einem Rutsch. Ich selber wohne in Esslingen, fahre jeden Tag mit der S-Bahn, zack, einmal durch die Stadt nach Vaihingen auf, wo ich bin, Möhringen bei der SSB schaffe. Und das war sozusagen dort der Durchbruch, dass man gesagt hat, die sogenannte schnelle Durchmesserlinie durch die City zu schaffen. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo man wichtig ist, jetzt müssen wir sozusagen nochmal eine Schiene größer denken. Ne? Stadtbahn geht knapp über Stuttgarter Grenze raus, die S-Bahn geht sozusagen an die Grenze von der Region. Und wenn wir es nochmal eins übernehmen, nehmen wir die Regionalexpresslinie, die Ihnen hier ja auch bekannt sind, dann sind wir quasi im Bereich von der sogenannten Metropolregion Stuttgart. Also nochmal eins drüber raus, sprich im Süden,
Tübinger, da ist Tübingen, Nodder, Heilbronn, bis Ahle, bis Heidelberg, Hope im Westen. Und die waren verbunden von den Regionalexpresslinien von der DB. Und da ist das ganz Entscheidende eigentlich, und das ist eigentlich das, auch wiederum das Herzstück von Stuttgart 21, ist neben dem Durchgangsbahnhof natürlich der Filtertunnel. Der Tunnel, Sie haben es gerade im Film gesehen, mit dem ich in 7-8 Minuten vom Hauptbahnhof raufkomme, zack, an den Flughafen, an den Filterbahnhof. Und dieser Tunnel, der ist sozusagen die, ebenfalls jetzt im Regionalexpress-System, der Quantensprung, wo ich jetzt plötzlich schnelle Durchmesserlinie von Tübingen über den Hauptbahnhof, zack, Richtung Ludwigsburg, Heilbronn raus durchbinden kann. Das heißt, bisher fahren Sie in den Kopfbahnhof rein, fahren mit 30 km/h, bis Sie irgendwann hinter mal am Treibhof zu stehen kommen. Dann endet der Zug und fährt irgendwann weiter. Sie können umsteigen. Das wird ja immer so gelobt, dass man in den Kopfbahnhof so wunderschön umsteigen kann. Ja, wenn Sie an der falschen Seite vom Zug eingestiegen sind, dann dürfen Sie zuerst mal den ganzen Zug entlanglaufen, bis Sie vorne rumkommen und dann wieder zurück. Und es ist sehr einfach, wenn Sie zukünftig mit dem Zug da runterfahren, dann hält der Zug eine Minute, maximal zwei, und ist schon wieder mit hoher Geschwindigkeit auf der anderen Seite weiter. Wenn Sie einmal an der Durchgangsbahnhof stehen, sehen Sie ja, wie schnell ein Zug in den Durchgangsbahnhof einfährt und wie er im Vergleich dazu im Schneckentempo in den Kopfbahnhof einfährt. Und das heißt, jetzt habe ich Ihnen erklärt, warum dieser Filtertunnel so wichtig ist. Und dann gibt es die ganz wichtige Station, dieser Filterbahnhof. Das ist der Bahnhof am Flughafen. Ja, da sind auch im Film gerade gesehen. Da sind viele Leute im Kopf drin, na gut, da hält halt der ICE am Flughafen, so wie wenn ich nach Köln mit dem ICE fahre, dann halte ich kurz zum Frankfurter Flughafen, schön. Ja, das ist ein Aspekt des Ganzen. Ja, die Bedeutung des Filterbahnhofs eigentlich, die kann man nicht hoch genug einschätzen. Das ist im Prinzip, wenn Sie es anschauen, was da passiert, ein zweiter Hauptbahnhof, der hier im Süden direkt vor Ihrer Haustür entsteht. Das heißt, Sie haben damit die Möglichkeit, unheimlich viele Verknüpfungen an diesem Filterbahnhof vorzunehmen. Das heißt, der Filterbahnhof ist zukünftig, dadurch, dass dort auch die Regionalexpresse auch von der Bäubahn, von Böblingen, Herrenberg herkommen, alle verknüpft werden miteinander, letztendlich das Einfallstor in den gesamten Filterraum, das bisher in der Form ja überhaupt gar nicht vorhanden ist. Sie müssen sich vorstellen, oder Sie sehen es ja jeden Tag vor Ihrer Haustür, was auf der D27, was auf der A8 los ist. Letztendlich, wer soll denn bitte schön aus dieser ganzen Region, die da an der Zuglinie Richtung Tübingen entlang liegt, wenn er auf der Filter irgendwo arbeitet, mit der Schiene vernünftig zum Arbeitsplatz kommen? Ich meine, er hat heute nur die Möglichkeit runter zum Hauptbahnhof und dann die ganze Gondelei mit der S-Bahn über Vaihingen eine halbe Stunde wieder hoch. Und mit diesem Durchbruch, dass man rüberkommt von der Wendlinger Kurve an der Autobahn und dann bis zum Flughafen und runter zum Hauptbahnhof, haben Sie dort ein Einfallstor in die gesamte Arbeitsplätze auf der Filterebene. Und es bleibt ja nicht bei der S-Bahn, die wir heute zum Filterbahnhof, zum Flughafen haben. Wir haben letztes Jahr wurde maßgeblich vom Landkreis beauftragt, auch von den Kommunen, Untersuchungen durchgeführt, die gezeigt hat, dass die Verlängerung von dieser Stadtbahn, von der ich gerade gesprochen habe, die bis im Dezember bis zur ETB City, bis zur Autobahn in Betrieb genommen wird, dass die verlängert werden kann, dass es wirtschaftlich ist bis zum Flughafen, dass man gleichzeitig die S-Bahn, die heute noch in Bernhausen endet, nach Neuhausen verlängern kann. Und wenn Sie sich das vorstellen, dann haben Sie wirklich dann die Möglichkeit, wenn Sie im Filterbahnhof 8 Minuten von Nürtingen hergefahren sind, können Sie umsteigen, dann können Sie dort mit der Stadtbahn nach Degerloch, Möhringen, Vaihingen, ins große Gewerbegebiet Vaihingen, Möhringen fahren, Sie können mit der S-Bahn Leinfelde, Echterdinger rüberfahren, Sie können nach Neuhausen rüberfahren und umgekehrt natürlich von den ganzen Gebieten auch wiederum dorthin viel schneller zum Hauptbahnhof runterfahren als heute und von dort aus natürlich auch in alle anderen Richtungen weiterfahren. Und wenn man sich das überlegt, dann ist es eigentlich umso unverständlicher, warum, sagen wir mal, der Hauptprofiteur letztendlich von dieser ganzen Geschichte, nämlich die Stadt Tübingen, die, da sie nicht zur Region Stuttgart gehört, nicht einmal über die Regionalumlage an der Finanzierung beteiligt ist, einer der maßgeblichen Kritiker letztendlich von diesem Projekt als Bürgermeister. Wenn man sich ein bisschen mit den Alternativprojekten K21, wird es immer genannt, beschäftigt, wird einem schnell jetzt gesagt werden, ja, Christiani, aber das können wir mit K21 ja alles auch, da führen wir die
Regionalexpresse von Tübingen halt dann nach dem Flughafen nicht über den Filtertunnel runter, sondern dann fahren wir über die Gäubahn runter und wir haben eine Ring-S-Bahn-Linie. Also ich möchte Ihnen jetzt ersparen, zu sehr in Details zu gehen. Es ist auch ziemliche Detektivarbeit, das genau herauszufinden, was an diesem Konzept jetzt eigentlich wirklich wo wie lang geführt werden soll. Meine Kollegen und ich von der SSB, wir haben uns in den letzten 3 Jahren mit unserem Vorstand relativ viel Mühe gemacht, diesem Phantom, wie wir es mittlerweile nennen, wirklich auf die Spur zu kommen. Weil mit jedem Kritikpunkt, den wir an diesem Konzept öffentlich auch geäußert haben, wo man sagt, wie soll denn das funktionieren, das klappt doch so gar nicht. Schneller als man es auswählen konnte, war es auch mal schon wieder Gegendarstellung da, dass das jetzt aber nicht mehr Bestandteil dieses Konzeptes ist. Und wenn Sie die 4. Auflage mittlerweile von dem K21-Konzept sich anschauen, dann werden Sie dem aufmerksam, wie man muss wirklich zwischen den Zeilen lesen, weil das alles nicht so klar dargestellt ist, dass mittlerweile von dem Konzept eigentlich gar nichts mehr geblieben ist, außer dass der Hauptbahnhof saniert wird. Das soll aber selbst von der Schnellfahrstrecke von Denklinger von Ulm ist man eigentlich mittlerweile auch abkommen. Also man sagt nicht so genau, was man will, ob man das Kunsttag ausbauen will oder so weiter, aber es ist alles so ein bisschen schwammig. Deswegen muss ich sagen, bin ich mittlerweile, nachdem ich da auch lange meine Zweifel hatte, sogar sehr froh, dass es am Freitag dieses Schlichtungsgespräch gibt, wo ja Motto ist, alle Fakten auf den Tisch. Da sind wir wirklich sehr gespannt, was sozusagen dann von diesem Alternativkonzept keines, wenn sich dann offiziell dann eigentlich wirklich Sache ist und was eigentlich sich dahinter verbergen soll. Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Projekt, wir wollen über das sprechen, ein Blick in die Zukunft stand da vorher, was tatsächlich im Bau ist und auch gebaut werden soll und hoffentlich auch gebaut werden wird. Ich habe es Ihnen vorher über den Filterbahnhof gesprochen, einfach nochmal ein paar Zahlen, ich glaube, die sind hier im Rahmen von der Veranstaltung auch schon ein paar Mal genannt worden. 8 Minuten brauchen Sie von hier mit dem Regionalexpress bis zu diesem Bahnhof, weitere 7, 8 Minuten, dann später sind Sie unter dem Hauptbahnhof. Ich weiß nicht, ich kenne ein paar Leute hier, die täglich zum Teil auch noch mit dem Bähnle von Neufe kommend bis zum Hauptbahnhof fahren, weil es dort arbeitet. Es ist schon, zieht sich ein Stück weit, wenn man das jeden Tag fährt, bis man am Hauptbahnhof ist. Wie gesagt, Sie sind in 16 Minuten zukünftig da unten und das ist ja nicht das Einzige. Wenn Sie am Filterbahnhof aussteigen und in der ICE umsteigen, dann sind Sie letztendlich von dort aus gesehen 40 Minuten später in Mannheim. Ne? Wie lange brauchen Sie heute, wenn Sie mal beruflich nach Mannheim oder Köln müssen? Und wenn Sie in die andere Richtung fahren, sind Sie 20 Minuten später in Ulm. Also rechnen Sie es heute mal aus, wie lange Sie heute brauchen, wenn Sie irgendwo in Blochingen umsteigen in den Zug und dann mit dem Regen nach Dauerzeit sein. Ne?